Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbig gekennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösungen enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mathe-Buch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. So, auf dieser DVD wollen wir uns mal mit verschiedenen Funktionstypen beschäftigen. Und ich denke, diese DVD ist eine der wertvollsten DVDs, die in diesem Paket dabei sind. Denn es fehlt doch oft der Überblick, dass man einen Funktionsterm, also eine Funktionsgleichung, vor sich sieht und nicht wirklich weiß, wie sieht die Funktion eigentlich im Koordinatensystem aus. Also, wie sieht der Graph der Funktion aus? Wir beginnen zunächst mit den Potenzfunktionen und an dieser Stelle schon mal gleich der Hinweis. Potenzfunktionen sind die einfachste Art von ganz rationalen Funktionen, wobei wir die ganz rationalen Funktionen erst im nächsten Kapitel angehen wollen. Ja, und hier sehen wir schon die allgemeine Darstellungsform einer Potenzfunktion. Sie lautet y ist gleich x hoch n, wobei x und y die ganz normalen Variablen sind, die wir eigentlich schon lange kennen. Und n ist irgendeine ganzzahlige Zahl, die sowohl positiv als auch negativ sein kann. Mathematisch ausgedrückt n Element aus z, wobei z die Menge der ganzen Zahlen sind, also alle Zahlen, die ganz sind, sprich keine Kommazahlen, wobei diese ganzen Zahlen sowohl positiv als auch negativ sein können. Das ist die Menge z, also die Menge der ganzen Zahlen. Wobei wir an dieser Stelle für n noch zwei Werte rausnehmen müssen. Zum einen soll n ungleich 0 sein und zum anderen soll n ungleich 1 sein. Erklärung, warum wir diese beiden Zahlen rausnehmen müssen. Wenn n nämlich 0 wäre, würde hier stehen x hoch 0 und x hoch 0 ist 1, dann würde da stehen y gleich 1 und das wäre eine konstante Funktion, also eine Parallele zur x-Achse, die die y-Achse bei 1 schneidet. Aber das sehen wir uns später nochmal etwas genauer an. An der Stelle nochmal kurz der Hinweis, warum n auch ungleich 1 sein soll. Wenn n nämlich 1 wäre, dann würde hier stehen x hoch 1. Und dann sind wir ganz schnell bei den linearen Funktionen. Und die linearen Funktionen möchte ich erst angehen, wenn wir in dem Kapitel ganz rationale Funktionen sind. Aber lasst euch bitte momentan nicht zu sehr davon stören, dass n ungleich 0 und n ungleich 1 sein soll. Am wichtigsten ist mir an dieser Stelle, dass euch klar ist, dass n Element aus z ist, sprich eine ganze Zahl, die sowohl positiv als auch negativ sein kann. So, ich habe das Blatt jetzt gerade mal in vier Bereiche eingeteilt. Von diesen vier Feldern habe ich jetzt mal ein Koordinatensystem eingetragen. Und jetzt schauen wir uns mal die vier Fälle an, die im Rahmen von Potenzfunktionen entsprechend eintreten können. Und die Fälle unterscheiden sich im Wesentlichen durch den Wert, den man für das n, also das, was hier oben im Exponenten bei x hoch n entsprechend steht. Links oben in dem Kästchen, da soll n gleich gerade und positiv sein. Rechts oben soll n ungerade und positiv sein. Links unten soll n gerade und negativ sein. Und in dem Feld rechts unten soll n ungerade und negativ sein. So, beginnen wir links oben. Also betrachten wir eine Funktion der Art y gleich x hoch n, wobei n gerade und positiv sein soll. So, wenn n gerade und positiv sein soll, heißt das, dass wir für n Zahlen der Art
2, 4, 6 und so weiter einsetzen. Nehmen wir uns einfach mal die 2, dann würde da ja stehen y gleich x hoch 2. Schauen wir uns diese Funktion hier im Koordinatensystem an. Ja, und da sehen wir auch schon die Funktion, hier entsprechend x². Und ich denke, die meisten von euch haben das auch schon erwartet. Denn wenn n gerade und positiv ist, wie das zum Beispiel bei dem Wert 2 der Fall ist, dann bekommen wir ja die Funktion x². Und x² ist eine quadratische Funktion. Und jede quadratische Funktion ist im Koordinatensystem eine Parabel. Und an dieser Stelle können wir schon festhalten, dass die Funktion immer eine Parabel ist, wenn n gerade und positiv ist. Das heißt, auch die Funktion x hoch 4 und die Funktion x hoch 6 sind alles Parabeln. So, gehen wir in das Feld hier rechts oben. Jetzt soll n ungerade und positiv sein. So, welche Zahlen sind ungerade und positiv? Das sind die Zahlen 1, 3, 5 und so weiter. Allerdings haben wir ganz am Anfang schon entsprechend definiert, dass n ungleich 1 sein soll. 1 ist zwar ungerade und positiv, sollen wir aber an dieser Stelle nicht benutzen. Das heißt, wenn wir uns in diesem Feld hier entsprechend bewegen wollen, dann benutzen wir die Zahlen 3, 5, 7 und so weiter. Also hier rechts oben nochmal der Vermerk, dass n ungleich 1 sein soll. Naja, macht ja nichts. Nehmen wir uns dann die nächste ungerade positive Zahl, das wäre dann die 3, und überlegen mal, wie sieht die Funktion x hoch 3 aus? Ja, da sehen wir schon die Funktion, hier entsprechend x hoch 3. Und die Form, die wir jetzt hier sehen, dazu sagt man auch kubische Parabel. Und auch hier wieder die Erkenntnis, solange n ungerade und positiv ist, also zum Beispiel x hoch 3 oder x hoch 5 oder x hoch 7, hat die Funktion die Form einer kubischen Parabel. So, jetzt haben wir uns bisher nur mit Werten für n beschäftigt, die positiv sind und haben da erkannt, ah ja, wenn n positiv und gerade ist, dann bekommen wir eine Parabel, während wenn n positiv und ungerade ist, dann bekommen wir eine kubische Parabel. Wir haben bisher noch nicht den Fall betrachtet, was ist los, wenn das n vielleicht sogar mal negativ wird. Ja, und das möchte ich gerne hier unten in den beiden Feldern entsprechend mal zeigen. Ja, und hier links unten sehen wir auch schon, wie eine Funktion aussieht, wenn n gerade ist, aber negativ. Also wir erhalten die Funktion x hoch minus 2. Und an dieser Stelle schon mal der Hinweis, wenn man das Minus hier oben in den Exponenten wirken lässt, dann erhalten wir die Funktion 1 durch x². Ja, das wäre die entsprechende Anwendung einer Potenzregel. Minus im Exponenten heißt 1 durch, also das hier rutscht runter in den Nenner. Und da beide Funktionen identisch sind, liefern uns auch beide Funktionen diesen Graphen. Und eine solche Form nennt man Hyperbel. Ja, und weiter geht's hier in dem Feld rechts unten. Jetzt soll n auch negativ sein, aber ungerade. Ja, und da sehen wir auch schon die Funktion x hoch minus 1, die man übrigens auch anders schreiben kann, nämlich x hoch minus 1 ist nichts anderes als 1 durch x hoch 1, wobei ich mir die hoch 1 im Nenner jetzt gerade gespart habe. Und beide Funktionen sind ja identisch, ergeben also hier diese Form. Und auch dazu sagt man Hyperbel. Also, wenn n negativ ist, dann bekommen wir in beiden Fällen eine Hyperbel. Wobei, wenn wir uns diese Funktionen genau betrachten, es doch einen Unterschied gibt. Wenn n gerade ist und negativ, dann gehen beide Äste von dieser Funktion, in dem Fall nach oben, die könnten auch beide nach unten gehen. Entscheidend ist, dass beide Äste in die gleiche Richtung zeigen. Und dafür gibt es in der Mathematik eine Bezeichnung. Man sagt, es ist eine Hyperbel ohne Vorzeichenwechsel, da beide Äste dieser Funktion in die gleiche Richtung zeigen. Während das ist an dieser Stelle nicht der Fall, hier geht dieser Ast oben nach plus unendlich, und dieser Ast unten nach minus unendlich.
Also das hier ist ein Hyperbel mit Vorzeichenwechsel. Ja, und wie ihr jetzt gerade vielleicht mitbekommen habt, habe ich mittlerweile mitbekommen, dass der Block bisher die ganze Zeit schief gelegen hat. Ja, dafür entschuldige ich mich erstmal und hoffe, dass das bei dem Rest des Filmes nicht mehr passiert. Und bin da aber eigentlich sehr zuversichtlich. Naja, ich denke aber, dass unabhängig davon, dass der Block jetzt eben gerade ein bisschen schief gewesen ist, dass die wesentlichen Sachen, das worauf es eben ankommt, angekommen sind. Ich fasse das gerade an dieser Stelle auch nochmal zusammen. Wenn n gerade und positiv ist, dann hat die Funktion immer diese Parabelform. Während wenn n ungerade und positiv ist, dann hat die Funktion die Form einer kubischen Parabel. Kommen wir zu den Fällen, wo n auch negativ sein kann. Wenn n negativ und gerade ist, bekommen wir eine Hyperbel ohne Vorzeichenwechsel. Die beiden Äste gehen in die gleiche Richtung weg. Während wenn n ungerade und negativ ist, dann bekommen wir eine Hyperbel mit Vorzeichenwechsel. Also der eine Ast geht Richtung plus unendlich und der andere Ast Richtung minus unendlich. So, jetzt können wir noch ein paar allgemeine Dinge zu den Funktionen entsprechend festhalten. Zunächst mal fällt auf, dass alle Funktionen durch den Punkt 1 Stab 1 verlaufen. Also hier ist der Punkt 1 Stab 1, hier ist der Punkt 1 Stab 1, hier ist der Punkt 1 Stab 1 und hier ebenso. Also jede Funktion der Form x hoch n verläuft durch den Punkt 1 Stab 1. Des Weiteren können wir was sagen über die Symmetrie. Wenn der Exponent gerade ist, unabhängig davon, ob er positiv oder negativ ist, dann ist die Funktion achsensymmetrisch. Soll bedeuten, wir können diesen Ast der Funktion an der y-Achse spiegeln und landen wieder auf der Funktion. Das gleiche hier unten. Diesen Ast der Funktion können wir an der y-Achse spiegeln und wir landen wieder auf der Funktion. Soll heißen, solange bei Potenzfunktionen das n, also der Exponent, gerade ist, dann ist die Funktion achsensymmetrisch zur y-Achse. Ich kürze das mal hier ab mit einem as, wie achsensymmetrich. Sowohl diese Funktion ist achsensymmetrisch, als auch diese Funktion. Während, wenn oben der Exponent, also das n, ungerade ist, unabhängig davon, ob positiv oder negativ, dann ist die Funktion punktsymmetrisch zum Ursprung. Das heißt, man kann sie hier im Ursprung drehen, sodass wir wieder auf der Funktion landen. Also, diese kubische Parabel ist punktsymmetrisch und die Hyperbel mit Vorzeichenwechsel ist ebenso punktsymmetrisch. Um das nochmal kenntlich zu machen, wir können diesen Ast hier der Funktion am Ursprung drehen um 180 Grad und wir landen wieder auf der Funktion. Und das gleiche funktioniert natürlich auch hier unten bei der Hyperbel mit Vorzeichenwechsel. So, ich möchte auf dieser Seite nochmal bei den Potenzfunktionen bleiben. Ja, und hier sehen wir auch schon ein Koordinatensystem. Hier die x-Achse, hier die y-Achse. Ja, und in das Koordinatensystem habe ich jetzt mal die Funktion f von x gleich x², also eine ganz normale Parabel, eingezeichnet. Und in das Koordinatensystem möchte ich jetzt mal die Funktion f von x gleich x hoch 4 einzeichnen. Und dann möchte ich, dass wir da entsprechend ein paar Dinge erkennen. Ja, und jetzt sehen wir hier in Rot die Funktion x hoch 4. Und auch diese Funktion muss natürlich eine Parabel sein, denn oben der Exponent, das n, das ist gerade und positiv. Also sowohl die Funktion x² als auch die Funktion x hoch 4 sind beides Parabeln. Aber wir sehen schon, diese Parabeln haben etwas gemeinsam und sie unterscheiden sich aber auch in gewissen Punkten. Und das wollen wir jetzt mal herausarbeiten. Zunächst mal die Gemeinsamkeit. Beide Parabeln gehen durch den Punkt hier 1 Stab 1. Der x-Wert ist 1 und der y-Wert ist auch 1.
und beide Parabeln verlaufen durch den Punkt minus 1, Stab 1, der hier wäre. Das ist also eine Gemeinsamkeit. Beide Parabeln verlaufen durch den Punkt 1, Stab 1 und durch den Punkt minus 1, Stab 1. Was wir allerdings erkennen können, ist, dass die rote Parabel, also die x hoch 4 Parabel, in dem Bereich von 0 bis 1 etwas tiefer als die x2-Funktion verläuft, während nach dem Punkt 1, Stab 1 steigt die Parabel x hoch 4 schneller an als die Parabel x hoch 2. Ich denke, damit können wir auch mal anfangen zu überlegen, warum das so ist. Das ist wohl relativ logisch. Überlegen wir mal, wenn wir jetzt für das x einen Wert einsetzen, der größer ist als 1, sagen wir den Wert 2, dann liefert uns die Funktion x² den Wert 2 hoch 2, also 4. Während uns die Funktion x hoch 4 den Wert 2 hoch 4 liefert, und 2 hoch 4 ist 2 mal 2 mal 2 mal 2, also 16. Wir sehen schon, solange wir für x Werte einsetzen, die größer als 1 sind, steigt natürlich die Funktion x hoch 4 schneller an als die Funktion x². Das haben wir als Unterschied schon mal herausgearbeitet. Die Frage ist, warum verläuft die Funktion x hoch 4 in dem Bereich von 0 bis 1 unterhalb der Funktion x². Nehmen wir uns mal den Wert 0,5. Wenn wir 0,5 in x² einsetzen, dann haben wir 0,5 im Quadrat, wäre 0,25. Es fällt schon auf, der Wert wird kleiner. Wenn wir 0,5 jetzt in x hoch 4 einsetzen, haben wir 0,5 mal 0,5, nochmal mal 0,5 und nochmal mal 0,5. Und der Wert wird ja immer kleiner, wenn wir mit 0,5 multiplizieren. Und das ist die Erklärung, warum die Funktion in diesem Bereich hier unterhalb der Funktion x² verläuft. Also, ich will im Wesentlichen auf dieser Seite darauf hinaus, dass beide Funktionen x² und x hoch 4 Parabeln sind. Und beide Funktionen verlaufen durch den Punkt 1, Stab 1. Aber die Funktion x hoch 4 ist im Vergleich zur Funktion x² zunächst etwas kleiner, in dem Punkt 1, Stab 1 identisch, und danach steigt die Funktion schneller an. Das sind die Effekte, die ich auf dieser Seite darlegen wollte. So, jetzt habe ich an der rechten Seite gerade noch ein bisschen Platz. Da kann ich gerade noch mal zwei Koordinatensysteme eintragen und etwas aufgreifen, das wir ganz am Anfang von dem Thema Potenzfunktion schon mal erwähnt hatten. Wir hatten da gesagt, ich lege das gerade noch mal auf, dass ja jede Potenzfunktion die Form y gleich x hoch n hat und dass wir für n nur Werte einsetzen möchten, die ganzzahlig sind, unabhängig davon, ob positiv oder negativ. Aber wir haben zwei Werte rausgenommen. Nämlich n sollte ungleich 0 sein und n sollte ungleich 1 sein. So, diese beiden Sonderfälle möchte ich jetzt nochmal aufgreifen. Also, es geht um Funktionen der Art y ist gleich x hoch n, wobei wir jetzt einmal sagen möchten, okay, n soll ungleich 0 sein und n soll ungleich 1 sein. Das waren die Bedingungen, die wir vorher hatten. Und jetzt möchten wir aber gerade mal das Problem entsprechend sozusagen heraufbeschwören, indem wir sagen, nein, wir wollen mal sehen, was ist denn los, wenn n jetzt gleich 0 ist und was ist los, wenn n gleich 1 ist. Wie wirkt sich das auf die Funktion aus? So, wir beginnen mit n gleich 0. Wenn n den Wert 0 hat, dann würde hier stehen, y ist gleich x hoch 0. Also, daraus folgt, y ist gleich x hoch 0. X hoch 0 ist aber nichts anderes als 1, denn irgendwas hoch 0 ergibt immer 1. Das heißt, daraus folgt, y ist gleich 1. Ja, und wie diese Funktion aussieht, das können wir uns gleich mal ansehen. Da sehen wir das. Es handelt sich um eine sogenannte konstante Funktion. Y ist gleich 1. Also eine Parallele zur x-Achse, die die y-Achse bei 1 schneidet.
Und in der Funktion y gleich 1 steckt eigentlich nichts anderes drin, als der y-Wert ist immer 1, unabhängig von dem x-Wert, den wir da einsetzen. Man spricht von einer konstanten Funktion. Und die Potenzfunktion y gleich x hoch n sieht also für den Wert n gleich 0 folgendermaßen aus, passt also nicht in das Schema, in diese vier Felder, die wir auf der vorigen Seite kennengelernt haben. Genauso ist das in dem nächsten Fall. Jetzt soll gelten, dass n gleich 1 ist. Dann würde hier stehen, y ist gleich x hoch 1. Schreibe ich auch gerade mal auf. Y ist gleich x hoch 1, was ja wiederum nichts anderes ist als y ist gleich x. Ja, und y gleich x ist nichts anderes als eine lineare Funktion. Auf die werde ich im nächsten Kapitel im Rahmen der ganz rationalen Funktion auch nochmal eingehen. An dieser Stelle schon mal der Hinweis, dass die Funktion y gleich x auch darstellbar ist als y ist gleich 1x plus 0. Und für die Leute, die sich mit linearen Funktionen schon auskennen, das ist nichts anderes als y gleich mx plus b, wobei b der Schnittpunkt mit der y-Achse ist, in unserem Fall 0, wäre also hier. M, die Steigung ist die Zahl, die beim x steht, in unserem Fall 1, also die Steigung beträgt 1. Wir gehen vom Ursprung aus 1 nach rechts, 1 nach oben, von hier nochmal 1 nach rechts, 1 nach oben. Und schon können wir die Funktion y gleich x entsprechend zeichnen. Und auch hier sehen wir, dass wenn wir für n den Wert 1 wählen, dass die Funktion nicht so aussieht, wie wir das auf der vorigen Seite kennengelernt haben. Denn da haben wir eigentlich gesagt, wenn oben dieses n der Exponent ungerade ist und positiv, dass dann eigentlich eine kubische Parabel entstehen müsste. Ja, das kann ich gerade auf der vorigen Seite nochmal zeigen. Wir haben gesagt, solange n ungerade und positiv ist, dann hat die Potenzfunktion die Form einer kubischen Parabel. Das gilt aber nur, solange n ungleich 1 ist. Wenn n nämlich den Wert 1 annimmt, dann bekommen wir eine lineare Funktion dieser Art. Und dann sieht eben die Funktion nicht aus wie eine kubische Parabel, sondern es handelt sich um eine lineare Funktion. So, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden mit diesen beiden Sonderfällen hier verwirrt. Konzentriert euch auch nicht auf diese beiden Sonderfälle. Das habe ich jetzt auch nur mal eigentlich für die Profis erklärt. Wichtig ist mir, dass ihr hier diese Seite verstanden habt mit den vier Fällen, die entsprechend eintreten können. Sprich, der Wert von dem n, ob gerade oder ungerade, ob positiv oder negativ, hat entsprechend Einfluss auf die Form von der Potenzfunktion. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapperwelt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mathebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen, dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Videoempfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao!